Und sehe nicht so nach. Schloss aus. Oh je, ein Riesenbaum. Na, das trifft sich doch gut. Habe ich noch Knochendings dabei? Ja. Also ich würde jetzt trotzdem gleich mal dann das Bett holen und die Tür, weil dann können wir nämlich schon eine Nacht pennen. Und ich fände das nämlich ganz cool. Ah, ich glaube, jetzt ist es aber fertig, ne? Ja. Dann nehmen wir das hier noch weg. Und das hier. Und dann können wir nämlich neues Weizen machen. Zack, zack. Und die Hacke brauchen wir. So. Na, in dem Fall trifft sich ja eigentlich ein Riesenbaum recht gut. Aber ich finde die immer so unpraktisch zum Abbauen. Zum Abholzen. Abbauen tut man die ja nicht. Eigentlich. Da. So, dann hoch. Und da erstmal das rausmachen. Ah. Noch eins höher. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Schade ist eben nur, dass hier die Hälfte daneben fällt. Dass mit Sicherheit einiges im Nichts landet. Oh, was haben wir denn da? Das ist auch noch was. So, da muss ich noch eins höher, um daran zu kommen. Und noch eins höher, um an den Rest zu kommen. Das ist ja ein Riesenbaum. Gott, wo wollt der denn hin? So, ich sehe hier kaum was. Oh, es schneit. Nein, es schneit. Uah. Mal wieder die Winterjacke auspacken. So. Na, da komme ich nicht ran. So? So komme ich ran. Ist hier jetzt noch irgendwo was oder? Naja, hier. Direkt vor meiner Nase. So. Da oben ist auch noch was. Und da ist auch noch was. Ich hoffe, ich komme jetzt überhaupt noch runter mit der Axt. Die ist schon völlig am Ende. Und ich hoffe, das war's jetzt hier auch an Holz. Da ist noch was. Das habe ich mir nämlich fast gedacht. So. Ist da noch irgendwo was zwischen? Nee, jetzt sieht es nicht mehr so aus. Da könnte noch. Ist aber nicht. Blätter verschwinden jetzt recht schnell. Dann kann man davon ausgehen, dass man eigentlich das ganze Holz erwischt hat. So, hier haben wir noch was. Und zack. Und es wird Nacht, ne? Ja, super. Und ich hänge hier oben fest. Und wir sind immer noch nicht im Haus und haben kein Bett aufgestellt und, na, ganz toll. Aber dafür haben wir Holz ohne Ende. Ja, würde ich fast behaupten, wir bleiben lieber die Nacht nochmal hier. Schneit, wie blöd. Das ist ja... Okay. So, was haben wir denn jetzt? Dann können wir noch ein bisschen Holz zu Kohle machen. Da können wir den Stein rausholen, den wir jetzt dummerweise nicht mehr brauchen. Erstmal. So, dann das weg. Zack, zack. Hier sind noch Setzlinge. Die nehmen wir natürlich auch. Den Apfel. Hier noch irgendwas? Hm. So, ich bin jetzt gerade mal am Überlegen, was wir noch machen könnten. So einrichtungstechnisch könnten wir uns eigentlich dann mal ein paar Werkbänke machen. Eine haben wir schon. Ja, würde ich erstmal nur zwei machen. Ein paar Kisten. Also auf jeden Fall eine
Doppelkiste. Und ein Schild brauchen wir. Und da kriegen wir jetzt ja mal 3 raus. Das finde ich eigentlich ganz toll. Das gefällt mir. Ich glaube, Stufen hatten wir noch im Dings. So, dann würde ich mir jetzt mal kurz auf die Liste gucken. Und zwar, baue ein Pflastersteingenerator. Das haben wir ja erledigt. Baue ein Haus, da sind wir bei. Vergrößere die Insel, würde ich auch mal als erledigt betrachten. So, dann müssen wir noch eine Melonenfarm machen, eine Kürbisfarm, eine Zuckerrohrfarm und eine Weizenfarm. Das kommt dann, wenn wir hier diese Plattform ausbauen, dann machen wir uns das alles ganz schick. Das müssen wir noch machen. Dann den riesigen Pilz. Ja, also wie der geht, weiß ich noch nicht. Da muss ich nachgucken. So, ein Bett haben wir gemacht. Und dann müssen wir 64 Steinziegel machen. Da haben wir jetzt ja nur noch 1 von übrig. Die würde ich jetzt einfach mal den Stein für nehmen, den wir noch haben. Und das machen so. Fertig. Ich würde dann die Sachen nehmen und in diese Doppelkiste, die ich jetzt mache, die würde ich ins Haus stellen. Und da kommen alle Sachen rein, die wir machen müssen. Also nichts, was, ich würde jetzt nicht irgendwie durchgehen und was sehen, was verbaut ist, sondern wir machen das alles extra, packen das in eine Kiste und können dann schön gucken, was da ist und was noch fehlt. So, die Steinziegeln. Dann brauchen wir 20 Fackeln. Die unendliche Wasserquelle ist ja erledigt. Ein Ofen, das ist auch erledigt. Einen kleinen See müssen wir noch machen. Die Monster-Spawn-Plattform ist auch erledigt. Grünen Farbstoff brauchen wir. 10-mal Pilzsuppe. 10 Kürbislaternen. Und 10 Bücherregale. Ja, das ist eben so ein Problem. Da weiß ich nicht, inwieweit wir die hinbekommen. Das werden wir sehen. Aber ansonsten würden wir das halt einfach weglassen. 10 Brote und sammel 10 Enderperlen. Da müssen wir noch schauen, dass wir ein paar Endermänner irgendwie kriegen. So, dann 10 Fische kochen. Und dann geht's los mit 10 schwarze Wolle, 10 graue Wolle, 20 Bilder, 10 Schneegolems. Okay, ja, die kriegen wir dann auch noch hin. Das ist halt alles so, also Wolle gibt's einige, wie alles eigentlich. Farbige Wolle. Okay, erstelle ein funktionsfähiges Netherportal. Jawohl, das haben wir erledigt. Crafte 5 Goldbarren. Ich habe keine Ahnung, wie wir an Gold kommen sollen. Das kann ich auch noch überhaupt gar nicht sagen. Das sind dann aber allerdings auch so Dinge, wo ich mir dann sage, wenn es nicht ist, dann ist es nicht, dann kriegen wir das nicht hin. Weil ich glaube, eigentlich sollten Zombies Gold droppen. So Gold-Nuggets, glaube ich, droppen die ab und an mal. Wir hatten in der Falle jetzt nicht ein Gold-Nugget. Und auch wenn ich nicht mit Falle die Mobs erledigt habe, sondern in meinen anderen Welten dann mit Pfeil und Bogen und Schwert unterwegs war und Zombies gekillt habe, habe ich noch nie gehabt, dass einer Gold gedroppt hat. Also von dem her weiß ich auch noch nicht, wie wir da rankommen sollen. Da muss ich nochmal schauen. So, Birkenholz, 50 Stück, das kriegen wir hin. 64 Pfeile, die haben wir. Und wir sollen einen Bogen erstellen, das machen wir dann noch. Stein, dann ist eben Steinknöpfe, Steinplatten, Schilder, Leitern, Zäune, Zauntore. Hebelklappen, Steindruckplatten, Holzdruckplatten, Knochenmehl und Pflastersteintreppen. Gut, also ich denke, das ist noch einiges, was wir da vor uns haben. Und wenn ich Pflastersteintreppen lese, dann könnte man eigentlich noch ein bisschen Pflasterstein machen in der Zeit, wo wir hier rumstehen. Und die ganze Zeit hört sich das irgendwie an, als wenn ein Schaf hier Gras frisst. So. Und noch ein bisschen Stein. Und sobald es hell wird, machen wir unser Schlafzimmer erstmal weitestgehend fertig. Überhaupt das Haus fertig, dann können wir das nämlich auch schon abhaken. Und dann haben wir nämlich auch die Kiste dort, wo wir die ganzen Sachen reintun können. So.
Steinplatten brauchen wir auch. Also Stein brauchen wir auf jeden Fall noch. Einiges an Kohle. Hier habe ich doch gar kein Setzling wieder hingemacht. Das ist eher schlecht. Wow. Kann ich in die falsche Richtung? Habe ich doch glatt die Orientierung verloren. So. Also ich muss sagen, ich finde den Schnee schrecklich. Ich mag keinen Schnee. So. Wir dann gleich noch mal nach dem Bett. Wo ist denn der Mond? Den sieht man gar nicht, wenn es so schneit. Hallo Mond. Weiß ich nämlich nicht, wann Tag ist, wann Tag wird. Naja, wir werden es ja merken. So. Mal gleich noch ein paar Steine. Na komm, hopp, 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 hopp. So. Was kann ich nur, die behalten wir jetzt einfach mal so. Würde ich sagen. Und ich, ja, man sollte erst zu Ende denken, ne, bevor man anfängt zu reden. Ja. Gut, wir müssen hier... Oh, das wird morgen hier auch noch erweitern, die Plattform hier. Also ein paar Pflastersteine brauchen wir dann schon noch. Schon noch einige, die wir brauchen werden. Ich würde jetzt allerdings gleich erstmal eine kleine Aufnahmepause machen. Allerdings nur kurz. Ich brauche einen neuen Kaffee. Mein Kaffee ist alle. Und dann machen wir dann gleich sofort weiter. Ich sammle noch schnell die Steine ein. Und stell mich hier hin und dann mache ich mir schnell einen Kaffee. Bis gleich. Ciao.